Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier im Ruinensimulator in Anno 1800. Nachdem wir hier das letzte Mal die Kantinen vergessen haben, werden wir uns heute darum kümmern, auch entsprechend unsere Stadt wieder vernünftig aufzubauen. Dafür brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Holz aus den Luftschiffen. Und wir gehen direkt mal auf Dreifachgeschwindigkeit. Warum denn nicht? Das spart uns auch durchaus ein bisschen mehr Zeit. So, kriegen wir das vielleicht so hin? Kann nicht abgeladen werden? Ah ja, okay. Dann bauen wir hier doch die Gebäude soweit auf. Und wir werden uns heute auch um das Thema Clipping kümmern. Ich habe es ja hier schon angedeutet, das geht aber deutlich besser. Ich habe, wie versprochen, mir das Ganze einmal angeschaut, wie so eine Insel oder wie die Inseln vom Clipping her zumindest optimal bebaut werden können. Und das gebe ich euch gerne einmal weiter, damit auch ihr die Inseln entsprechend perfekt bebauen könnt und das meiste aus dem vorhandenen Gasvorkommen rausholen könnt. So, hier sind wir tatsächlich schon so weit, dass wir da fast fertig sind. Clipping generell bedeutet nichts anderes als das, was ich hier gemacht habe. Nämlich sowohl hier als auch hier wird das Gebäude entsprechend tangiert vom Quartier hier an der Stelle. Ich musste gerade mal überlegen, wie die Gebäude hier denn heißen. Generell ist es hier so, dass wir sogar alle vier geklippt bekommen und somit hier wirklich das Maximale rausholen können. Dafür müssen wir hier ein bisschen was verschieben. Ich glaube, das Gebäude auch noch mal ein bisschen, dass wir das einfach hier ein bisschen besser hinkriegen. Das hier ganz in die Ecke. Kommen wir da noch dran? So kommen wir da dran. Perfekt. Und dann sollte es aber auch hier funktionieren. Ja, und jetzt sehen wir schon, wir haben beide Gebäude. Auch gut, ich habe gerade einen Finger auf meinen Monitor gezeigt. Das seht ihr natürlich nicht. Beide Gebäude sind gehighlightet. Somit wird hier die Gasförderstätte entsprechend auch von beiden Gebäuden benutzt. Oder ja, hat den Einfluss von beiden Gebäuden. Und kann da entsprechend dann auch mit den optimalen Items eingesetzt werden. Hier machen wir jetzt noch das Schiffchen einmal leer. Die Zeit nehmen wir uns natürlich und schauen, dass wir hier nochmal mehr Holz anliefern. Weil das ist so der Hauptbaustoff, den wir hier jetzt immer wieder brauchen werden. Also sehen wir hier schon, hier haben wir das Optimum tatsächlich rausgeholt. Perfekt. So soll es doch sein. Dasselbe können wir hier nochmal machen mit diesem Gasvorkommen. Das ist relativ einfach, da hätte ich jetzt tatsächlich selber auch kein Bildchen gebraucht. Wir gehen einfach hier hin, bauen hier zweimal das. Einmal in der Mitte das Gaskraftwerk und fertig ist der Lachs. Es fehlt uns hier Stahl. Wir müssen also auch Stahl rüberliefern, alles klar. Kein Problem. Auch da haben wir ja mehr als genug, wie von allen anderen Rohstoffen eigentlich auch. Hier haben wir jetzt das Problem der arktischen Grippe. Stimmt. Ich habe ja das Gebäude abgerissen und nicht nochmal neu aufgebaut. Ups. Dann ändern wir das doch mal schnell, dass wir hier auch noch zweimal das Quartier oder beziehungsweise die Polarwacht bauen. So. Dann fehlt uns wieder Stahl, um das zweite aufzubauen. Okay, kein Problem. Dann darfst du ins Cup. Du lieferst hier noch einmal ein bisschen Kohle ab. Und dann wird hier doch durchaus ein Schuh draus. Dann brauchen wir hier natürlich Pemikan und Öllampen. Da schauen wir jetzt einmal, ob wir hier genug Produktion haben. Gerade bei den Öllampen. Das könnte doch relativ knapp sein. Und da schauen wir dann auch direkt einmal auf allen Inseln nach, ob wir da denn genug produzieren. Wir sehen Pemikan nicht. Aber wir kaufen uns Pemikan ein und von daher reicht das aus, wenn wir da eine kleine Unterproduktion haben. Hier können wir natürlich auch keins bauen. Okay, kein Problem. Wir gehen einmal wieder rüber. Hier haben wir wieder unsere Schiffchen. Hier haben wir auch ein Schiffchen mit ein paar Items. Sehr gut. Und dann nehmen wir uns hier einmal Stahl natürlich nochmal mit.
Und dann mischen wir hier einmal so ein bisschen und nehmen mal alles außer Holz mit. Und dann dürfen die wieder direkt zu der Hochinsel. Ich bin mal gespannt, wo sie da anlanden wollen. Und dann schauen wir natürlich auch, dass wir die Welt hier nicht komplett vernachlässigen und wenigstens so ein bisschen machen. Hier haben wir zwei ganz schöne Items. Einmal den Elektrohandbohrer für Lehm und vor allem für Quarzgrüben. Grüben ist gut, ne? Gruben. Produktivität hoch, Arbeitskräfte runter. Sehr, sehr schön. Auch für die Bohrtürme natürlich sehr, sehr schön. Und hier, falls wir Fischereien haben sollten noch, aber eigentlich haben wir ja gar keine Notwendigkeit da mehr groß, können wir da die Arbeitskräfte senken und die Produktivität steigern. So. Was fehlt uns? Jetzt fehlen uns hier gebackene Bananen. Okay, jetzt gerade, wo wir Gulasch anfangen zu importieren, fehlen uns natürlich gebackene Bananen. Alles klar. Dafür müssen wir natürlich einmal hier in die neue Welt. Da stehen tatsächlich auch ein paar Schiffchen bereit. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Weil ich das Problem schon beim letzten Mal schlauerweise erkannt habe. Und deswegen mir hier ein paar Schiffe hingepackt habe. Entsprechend laden wir die doch mal voll, bringen die ins Cup und schauen, dass wir auch da weiter vorankommen. Hier sammle ich, glaube ich, auch gerade noch nebenbei ein paar Teile für das Sargasso-See-Set. Aber wenn hier auch ein Gartenbauer Hermann kommt, da sagen wir nicht nein, den packen wir uns auf jeden Fall immer mit ein. Auch ein Feras natürlich, auch den nehmen wir gerne mit. Dann schaue ich mal, was haben wir hier für Inseln. Eigentlich haben wir ja nur die hier bebaut. Und bis zum neuen DLC werden wir hier in der alten Welt auch nichts machen. Ja, die Aufgabe können wir abschließen. Warum nicht? Gibt, glaube ich, relativ schnell, relativ einfach ein bisschen was. Gut, Baumwolle bereitgestellt. Top. Also das sind so Quests, die kann man mal immer nebenbei machen, wenn man gerade ein bisschen Langeweile hat. Weil die kosten einfach nichts. Hier wollte ich auch mal für sorgen, dass Hugo hier ruhig die Inselanteile kaufen kann, ne? Ich muss noch mal gucken, wie das Item heißt. Dann gehen wir das aber auf jeden Fall an, weil das nervt mich auf jeden Fall massiv, dass der Hugo hier immer und immer wieder... Oh, wir müssen hier mal pausieren. Immer und immer wieder einfach ja, versucht, die Insel wegzukaufen. Und wir da immer wieder manuell tatsächlich etwas zutun müssen. So, das kann leider nicht geklippt werden. Und dann haben wir eine Gasförderstätte, wo wir hier aktuell Gebäude haben, die wir aber verschieben werden. Ja, werden wir. Mit der Hitze müssen wir nochmal schauen, wo wir es dann am Ende hinpacken. Die können wir ruhig wegreißen. Packen wir das erstmal hier hin. Dann geht es zwar hier oben nicht mehr aus, aber wenn wir hier eine hinpacken, dann sollte es doch wieder mit der Wärme klappen. Dann können wir hier auch mal ein Lagerhaus einfach hinpacken erstmal. Zack. Und hier die Polarwacht hat ja jetzt auch eigentlich hier unten Wärme. Dann können wir vielleicht... Das geht sich nicht ganz so aus, wie ich das gerne hätte. Nee, das geht sich nicht ganz so aus, wie ich es gerne hätte. Ah, okay, so passt es auch erstmal. Dann können wir hier die weiteren Entdeckerhäuser aufbauen. Können hier unten ruhig nochmal ein Gaskraftwerk, sage ich schon, einen Heizofen bauen. Erstmal temporär, damit er hier überhaupt eine Versorgung hat. Okay, da haben wir jetzt natürlich das Problem. Dass wir hier keine Zwischenstraße haben. Das lösen wir doch jetzt mal relativ simpel, indem wir hier das Ganze ein bisschen auftrennen und dann reicht das hier mit der Wärme auch schon wieder aus. Hier brauchen wir natürlich eine Straße, damit wir hier nicht wieder ja, das Holz uns ranholen müssen, weil wir das verkackt haben, auf gut Deutsch gesagt. Oh, Kohle fressen sie aber schon ganz gut, ne? Kohle fressen sie schon ganz gut. Aber dann fangen wir mit der ersten Route hier auch an. Von hier nach hier. Ne, Propagandaaufgaben können wir leider nicht erfüllen. Sorry, Hugo. Wir brauchen Chemikan und Öllampen. Das sind die ersten zwei Waren, die wir benötigen.
Und da liefern wir jetzt auch erstmal nur die zwei an. Wir müssen uns natürlich hier mal einen Mindestlagerbestand setzen. Ich würde sagen, 100 von allem ist absolut in Ordnung. Bei den Öllampen, ja, die produzieren halt sehr langsam, weil der Verbrauch auch nicht so hoch ist. Aber wir setzen uns jetzt hier, wie gesagt, den Mindestlagerbestand erstmal fest. Wir werden auch oben erstmal nur die Grundbedürfnisse erfüllen und nicht die Vollversorgung. Auch das sollte absolut in Ordnung sein. So, hier haben wir das Clipping, hier haben wir es noch nicht. Hier werden wir es jetzt als nächstes vornehmen. Und ich meine, das ist auch hier relativ simpel, indem wir einfach hier ein Gebäude hinsetzen. Das ist natürlich jetzt hier. Haben wir es natürlich ein bisschen ungünstig gebaut, nennen wir es mal so. Das werden wir definitiv nochmal ändern. Denn hier haben wir nicht so viel Varianz und nicht so viel Möglichkeit, überhaupt Clipping anzuwenden. Weil wenn ich mir das hier anschaue, wir haben hier 3 Gasvorkommen, richtig? Warum kriegen wir es denn nicht hin? Doch, wir kriegen es doch hin, hier alle 3 auch anzuzapfen. Das sollten wir doch easy hinkriegen, alle 3 anzuzapfen, oder? Oder geht sich das... Ah, das geht sich mit dem... Dann muss das aber ein bisschen weiter nach links ruhig. Und das hier geht nicht weiter in die Ecke, okay. So, so haben wir jetzt, meine ich, genau die Hälfte. Genau. Warum haben wir es denn gerade so problemlos hingekriegt und krampfen uns hier gerade so richtig ab? Das ist doch nicht so toll. Es steht hier richtig, dann steht das Gebäude nur noch nicht so ganz richtig, wie es stehen sollte. Hat nämlich tatsächlich hier einen Abstand. Ich mache mir mal hier Straßen rein. Machen wir hier mal Straßen rein, um es mir ein bisschen einfacher zu machen. Aber das möchte ich jetzt schon tatsächlich hier vernünftig haben. So. Komm, hier, verschwinde mal. Dann können wir das nämlich hier schön in die Ecke packen. Hat das jetzt getroffen? Hat das jetzt getroffen? Ich meine ja. Meine ja. Kleiner Ruckler, okay. So, das sieht jetzt gut aus. Ich glaube, ich habe das jetzt schon öfter gesagt. Aber jetzt sehen wir, so ist es richtig. Heißt für euch relativ einfach, wenn ihr es jetzt einmal wisst und gesehen habt. Deswegen werde ich das hier euch auch nochmal ein bisschen darstellen. Das hier in die Ecke, hier eine Straße Abstand, hier 2 Straßen Abstand, da das Gebäude hinsetzen und dann einfach quersetzen. Es kann so einfach sein, aber ja, nicht für mich offensichtlich. Ah, hier kommen auch die Schiffchen an, das ist doch sehr schön, dass die wirklich hier unten ankommen, ne? Und Kohle ist auch schon wieder leer, alles klar. Alles klar, dann setzen wir mal hier... Stahlbeton hin. Ich meine, wir brauchen gar keinen mehr hier oben. Wir brauchen überhaupt keinen. Aber, ja. Haben, ne? Ihr kennt das. Ist besser als brauchen. Von daher nutzen wir das doch mal. Dann brauchen wir hier ganz viel Stahl. Dann werden wir nämlich hier auch ein paar Bretter wieder los und kriegen ein bisschen mehr Platz. Und das zweite Luftschiff, ach, das zweite transportiert ja schon. Wir werden nämlich ein Luftschiff nur machen für rein für die, ja, für die Kohleversorgung. Und so oder so machen wir später dann eine Rundroute, damit wir entsprechend, ja, alle 4 Inseln mit den Routen versorgen können. Da werden wir 3, 4 Luftschiffe brauchen mindestens. Aber so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch lange nicht. So. Du darfst hier schön brav weiter abladen. Fenster haben wir tatsächlich gebraucht, ne? Ja, Fenster haben wir gebraucht. Heißt, da sollten wir auch nicht alles vollladen. Oder? Doch, 250 Platz haben wir, das kriegen wir hin. Weil wir brauchen ja auch noch Kohle. Da machen wir das Lager mit voll. Und dann sind die beiden nämlich wieder leer. Und dann können wir die beiden entsprechend nach Crown Falls wieder schicken.
So, du lädst ab und darfst dann einmal neue Kohle holen. Das müssen wir halt jetzt mit den zwei Luftschiffen noch manuell machen. Oder wir liefern eben Pemikan und die Öllampen manuell. Da habe ich aber nicht so Lust drauf. Entsprechend machen wir es auf die Art und Weise. So, hier bauen wir noch mal ein paar Gebäudchen hin. Zack, einmal rum. Gucken wir mit der Wärme. Geht sich so gerade eben wieder aus. Perfekt. Und dann bauen wir hier auch noch mal eine Polarwacht hin. Dann haben wir hier auf jeden Fall genug Abdeckung. So, wir waren gerade dabei, dieses Gebäude hier zu klippen. Jetzt sollte es auch mit den Quartieren passen, dass wir entsprechend hier noch mal eins hinsetzen können. Und das müssen wir dann tatsächlich so setzen, dass wir hier eins hinkriegen und hier irgendwo eins. Und dann stimmt das Bild auch wieder, dass wir tatsächlich hier nur zwei bekommen. Oder zwei hinbekommen, so sagen wir es mal. Noch einmal weg mit dir. So, das darf dahin. Dann müssen wir hier noch ein bisschen mehr abreißen, als ich eigentlich machen wollte. Aber gut, das gehört halt manchmal dazu, ne? So, hier haben wir jetzt genau die Mitte. Das deckt tatsächlich die zwei ab, die wir abdecken wollen. Und das hier planen wir alles ein bisschen um, ein bisschen anders. Warum denn nicht? Eigentlich hätte ich das schon am Anfang machen sollen und dann erst meine Stadt planen. Also das hätte uns auf jeden Fall einiges erspart. Einiges erspart. Aber gut, man lernt draus. Also wenn ihr es macht, plant am besten zuerst eure Gaskraftwerke und als zweites dann erst eure Stadt. So, das hier können wir jetzt entweder nach oben oder nach unten setzen. Hauptsache, es kommt hier ran. Und Hauptsache, es kriegt eines der beiden Quartiere. So, natürlich können wir das hier auch noch ein bisschen umsetzen, aber wir lassen es jetzt einfach mal so. Das sollte so passen. In die Mitte können wir dann hier durchaus mal ein Lagerhaus setzen. Und dann haben wir es hier doch schön. Zack, da einmal hin. Dann können wir hier die Wärme hinsetzen. Wenn wir das hier sogar abreißen, eins, können wir das eins verschieben? Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Aber wir können es andersrum bauen. So, hier das Lagerhaus hin. Hier das zweite Gasdingen. Nee, das kriegt dann aber das Quartier nicht. Mist. Heißt, das müssen wir wirklich nach unten packen oder so. Müssen wir wirklich nach unten packen. Okay, dann haben wir hier halt einen relativ hässlichen Block. Aber wenn wir alles eins nach links kriegen, oder eins nach, oder zwei nach rechts. Wir kriegen es nur eins nach rechts, okay. Aber auch das ist ja, ne, kriegen wir nicht. Also es muss tatsächlich so gebaut werden, damit es hier auch beide Gebäude kriegt, okay. Weil, ja, das hier ist natürlich jetzt so ein bisschen toter Platz. Eine Kachel verlieren wir auf jeden Fall. Aber gut, das gehört dann wohl dazu. Das gehört dann wohl dazu. Dann können wir hier uns aber einmal für die Wärme bemühen. Und dann kriegen wir hier noch... Hier kriegen wir auch keine zwei Häuser mehr hin. Das ist ja richtig unschön. Das ist ja richtig unschön. Das Postamt können wir uns mal hier hinpacken. Wir kriegen hier nur das Postamt noch hin. Und können dann hier quasi dicht machen. Dann geht hier noch ein Häuschen hin und das war's. So, wegen der Wärme sorgen wir aber auch. Zack. Einmal rum und fertig ist der Lachs. So. Okay, da kriegen wir die Gasförderstätte auch nicht hin. Weil die muss ja auch hier entsprechend an das Gasvorkommen drankommen. Dann packen wir sie nach hier oben. Dann packen wir sie hier nach oben, okay. Dann kriegen wir vielleicht das hier aber hier hin. Ja. Das kriegen wir dahin, sehr schön. Das Lagerhaus verschieben wir. So. Und hier kriegen wir dann noch zwei Gebäude rein hin. Na, nicht ganz.
Nicht ganz, okay. Also ihr merkt schon, ich möchte hier schon möglichst optimal bauen. Und das ist halt dann manchmal mit ein bisschen Fummelei verbunden auf jeden Fall. So kriegen wir nämlich hier nichts hin. Außer wir verschieben das ein bisschen. Dann geht's hier wieder. Zumindest mit dem einen. Und das zweite kriegen wir dann auch da dran. Okay. Dann brauchen wir aber hier noch mehr Wärme. Dann brauchen wir hier noch mehr Wärme. Zack, gehen wir einfach mal. Bauen wir hier ein normales Häuschen. Dann haben wir hier einen sauberen Abschluss. Kriegen hier das hier perfekt rein. Und dann sorgen wir hier für ein bisschen. Okay, da haben wir ja schon eine. Okay, das passt. Dann müssen wir hier nochmal für Wärme sorgen, ne? Dann sorgen wir da für Wärme und da das Gebäude. Dann haben wir auch hier mehr oder weniger einen sauberen Abschluss. Passt schon. Passt schon irgendwie. Gut. Haben wir genug, um Öllampen zu kriegen? Haben wir. Heißt, wir können upgraden auf Techniker und wir upgraden auch alles, was geht auf Techniker. Also da machen wir keine halben Sachen. Wir brauchen Techniker en masse. Von daher sollten wir die entsprechend uns auch einpacken. So, dann können wir hier noch ein bisschen mehr anliefern. Ja, hier unten fehlt das Postamt. Okay, da haben wir natürlich noch keins gebaut. Das ändern wir dann jetzt einmal, indem wir hier eins hinsetzen. Sobald wir hier wieder entsprechend die Sachen haben. Und dann können wir auch schon Fleischkonserven in unsere Route packen. Zack. Ihr dürft dann hier noch Fleischkonserven mit anliefern. Da. Dann haben wir da auch für die Techniker schon die nächste Versorgung. Es fehlt Kohle. Oh, es fehlt aber dann insgesamt Kohle, weil das Lager leer ist. Weil ich nicht aufgepasst habe. Und natürlich auch die Route noch nicht habe. Okay. Dann liefern wir mal hier schnell Kohle hin, bevor unsere Bewohner erfrieren. Und dann gucken wir, dass wir hier noch mehr Kohle direkt anliefern und das Lager entsprechend wieder auffüllen. So, einmal hier upgraden. Hier das Postamt geht nicht, weil ich habe schon wieder alles an Holz durch die Upgrades verloren. Und dann brauchen wir noch Hundeschlitten. Da kann dann auch hier, können wir hiermit schon mal für vorsorgen. Wo haben wir Hundeschlitten? Da. Auch da haben wir eine leichte Überproduktion. Und dann haben wir so unser erstes Luftschiff fertig, was die Hauptwaren anliefert. 1, 2, 3, 4. Und auch die Wärmewaren, da haben wir 4 Stück. Heißt, wir brauchen am Ende 3 Routen mit vermutlich jeweils 2 bis 4 Luftschiffen, um eine Vollversorgung hier für unsere Einwohner zu erreichen. Entsprechend mit Wärme und mit den Bedürfnissen. Und dann auch natürlich mit der Kohle. So, jetzt machen wir das mal hier 50-50. Ein bisschen Kohle, ein bisschen Holz. Leider ist es halt so, dass wir jetzt nur die 2 Luftschiffe haben. Aber wir können ja schon mit der ersten Gasproduktion hier starten. Wir können schon mit der ersten Gasproduktion starten. Und das sollten wir dann auch entsprechend tun. Hier geht es dann los, dass wir hier Gas uns herstellen. 40 brauchen wir. Segel brauchen wir. Heißt, wir gehen auch einmal nochmal rüber. Und schauen, dass wir hier entsprechend unsere Schiffe auch nutzen. Und dann nutzen wir jetzt auch einfach mal die neuen Weltschiffe, um hier erstmal die Arktis fertig zu bauen. Das ist schon eigentlich für heute mein Ziel, dass wir die Insel so weit fertig haben und die Routen eingerichtet haben, dass wir uns da in Zukunft dann nicht mehr drum kümmern müssen. So, dann machen wir hier noch 2, machen wir mal 3 Schiffe mit Holz. Ups. Und dann brauchen wir hauptsächlich noch Stahl. Da machen wir mal 2 Schiffe fertig für 1 und 2. Und was haben wir noch gebraucht? Ich bin mir gerade unsicher, ehrlicherweise. Ich glaube, das war es dann schon so ziemlich, oder? Ich glaube, das war es dann schon so ziemlich. Den Rest, der ist ja erstmal egal. Es geht ja hauptsächlich ums Baumaterial. Dann nehmen wir... Ach ja, Segel könnten wir uns schon mal drum kümmern. Um Segel könnten wir uns schon mal kümmern. Dann können die hier nämlich zu der Insel. Er hier mit seinen Segeln.
Und er hier dann mit Stahl, weil da weiß ich, da brauchen wir auch einiges. Die können dann nach King William Island. Hier können wir einmal schauen. Weltausstellung ist wieder fertig. Da nehmen wir uns wieder 4 leckere Items mit. Ja, der Bohrer und auch die patentierte stählernde Seemaschine. Alle Farm plus 40%. Produktivität minus 50% Arbeitskräfte. Das ist schon wirklich sehr, sehr angenehm. So, hier wurde wieder ein Inselteil aufgekauft. Das lösen wir einmal schnell, das Problemchen. Und er hier darf dann einmal Holz und Kohle abliefern. Und da mich das jetzt ein bisschen nervt, werden wir hier einmal Holz, einmal Stahl und zweimal Kohle schon mal in eine Route packen. Irgendwann brauchen wir hier einfach kein Baumaterial mehr. Aber solange wir es noch brauchen, sollten wir es entsprechend auch nutzen. So, hier Mindestlagerbestand 100. Dasselbe machen wir bei den Brettern und beim Stahl, damit wir hier auch immer genug Baumaterial haben, um uns neue Luftschiffe herzustellen. Stahl hätten wir gar nicht gebraucht, okay. Aber Dampfmaschinen, wie viel haben wir davon auf Lager? 190, ja. Da können wir erstmal das ein oder andere Luftschiffchen doch mitbauen. Das sollte sich ganz gut ausgehen. So, hier einmal upgraden, hier einmal upgraden, hier einmal upgraden. Dann können wir auch schon die zweite und die dritte Gasförderstätte in Betrieb nehmen. Da wird doch langsam ein Schuh draus hier. So langsam, aber sicher. So, was sagen die Postämter? Hier unten fehlt noch eins, okay. Aber da erst eins haben, werden wir das mal hier hinbauen. Um auch hier wieder möglichst wenig Platz einfach zu verschwenden. So, und dann gucken wir hier mal, wie weit hier die Wärme dann am Ende noch reicht. Das ist natürlich mal wieder nicht so weit. Und, da haben wir ja draus gelernt, ne? Die Kantine schauen wir uns auch einmal an. Die setzen wir dann einmal nach hier unten. Hier können wir einmal voll aufbauen, das passt. Zack, da haben wir eine gute Abdeckung. Hier haben wir noch keine gute Abdeckung. Zwei Häuschen gehen noch. Und das war es dann auch schon wieder mit der Wärme. Dann können wir das hier einmal verschieben. Bauen uns nochmal einen Heizofen hier hinten hin. Okay, da geht eine Zwischenstraße. Und die sollten wir auch auf jeden Fall bauen, damit die Wärme auch hier ankommt, wo sie ankommen soll. Passt. Wunderbar. So, eins nach unten geht das hier auf jeden Fall noch. Dann können wir hier entsprechend das Ganze verbinden einmal. Wir können hier schon mal ein Lagerhaus hinsetzen. Und gucken, dass wir hier uns noch ein paar Entdecker anlachen. Viele brauchen wir eh nicht mehr. Die sind jetzt hier schön voll versorgt. Das passt also ganz gut. Hier haben wir noch Gaspumpen, die wir noch nicht gebaut haben. Hier haben wir eine Polarwacht, die wir noch nicht gebaut haben. Dann können wir ruhig hier unten noch eine Polarwacht hinbauen. Warum denn nicht? Was soll der Geiz? Ich weiß gar nicht, ob die hier Wärme brauchen. Das werden wir jetzt gleich sehen, sobald wir wieder ein, zwei mehr an Gasförderstätten haben. Dann upgraden wir hier ruhig auch einmal die Lagerhäuser, um da auch genug einfach an Kapazitäten zu haben. Aber das sollte sich so generell ganz gut ausgehen. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4 Gasförderstätten schon im Einsatz. Sehr gut. Haben wir hier eigentlich schon ein Quartier gebaut? Das können wir uns hier mal reinziehen. Ja, haben wir. Beziehungsweise es ist so oder so hier im Radius. Das passt. Und dann brauchen wir hier gar nicht mehr so viele Techniker. Heißt, wir haben hier eigentlich schon zu viel gebaut, um entsprechend die 100% zu haben. Wetter fehlen, okay. Aber da sorgt ja unser Luftschiff hierfür, dass auch wieder Stahl dabei hat. Stahl brauchen wir gar nicht mehr tatsächlich. Können wir also rausnehmen. Da packen wir dann nochmal Kohle natürlich für rein. Annehmen. Stahl einmal manuell einfach hier über Bord werfen. Weg damit, hallo. Raus mit den Viechern, so. Dann haben wir hier dreimal Kohle und einmal Holz. Das passt. Und dann haben wir es hier sauber durchversorgt. Perfekt.
Können wir hier das die letzte Gasförderstätte starten. Die braucht natürlich Wärme. Wie soll es anders sein? Aber da bauen wir dann gleich einfach einen Heizofen und haben die Insel soweit fertig. Auch vom Clipping her. Drei Gasförderstätten, die wir klippen konnten. Mit insgesamt 2, 4, 6, 8, 9 Gasvorkommen. Das ist schon nicht verkehrt. Wir schauen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall noch an, welche Items wir da gebrauchen könnten. Ich sag extra könnten. So, hier kommen auch jetzt die Schiffe an, die wir eigentlich ja hier hinschicken können. So. Und so. Dann dürft ihr wieder zurück. Ja, beim nächsten Mal schauen wir uns noch die Items an. Und lassen es dann hier in der Arktis erstmal gut sein. So produzieren wir erstmal Gas, so kriegen wir ein paar Luftschiffe. Und das passt dann auf jeden Fall. Und dann brauchen wir die Arktis erstmal nicht. Also hier diese eine Insel produziert, wenn wir uns das mal anschauen, gerade mal läppische 3 Tonnen Gas. Natürlich mit dem Clipping und den Items können wir das deutlich erhöhen, aber das ist jetzt nicht viel. Und das werden wir dann auch sehen, sobald wir das erste Gaskraftwerk bauen. Von den Konsumgütern her haben wir alles, was wir versorgen müssen, oder? Pemmikan, Öllampen und Schlitten sind eigentlich nur die drei. Pemmikan, Öllampen, Schlitten, das passt. Und hier sorgen wir ja gar nicht für die Wärme-Items. Von daher ist das alles halb so wild. Wenn wir das hier noch um 1 schieben, kriegen wir es dann vielleicht, aber auch nur vielleicht hin. Und das hier um 1 schieben, indem wir das hier mal ein bisschen ja, symmetrischer bauen, hätte ich fast gesagt. Ein bisschen schöner bauen. Dann kriegen wir nämlich hier schon die Quer... Ja, obwohl die ist ein bisschen früh, ne? Dann kriegen wir hier eine Querstraße rein nochmal. Und kriegen hier eine Querstraße rein. Dann kriegen wir hier auch die letzten Häuser vernünftig mit der Kantine versorgt. Können hier die letzten Entdecker entsprechend upgraden. Hier oben fehlt auch wieder Kantine. Okay, habe ich mir fast gedacht. Ist aber nicht das große Problem. Und hier fehlt sie auch. Okay. Dann schieben wir die doch einfach mal hier rüber. Kopieren sie uns und setzen hier noch eine hin. Und dann sollten wir hier entsprechend jetzt auch alle Gebäude upgraden können. Und hier entsprechend auch nur noch die Techniker drauf haben. Und ihr seht schon, so viele brauchen wir hier gar nicht, wie wir gerade im Einsatz haben. Aber gut, das gehört halt dazu, ne? Auch hier ganz schön, ne? Dass das hier wirklich in dem Viererkreis, die vier Gebäude, dass das so wie ein Kreis aussieht. Schon ganz schick gemacht, muss ich sagen. Gut, aber dann war es das schon wieder für heute. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge Anno 1800 im Livestream oder in einem der anderen Let's Plays. Bis dahin, euer Zebra. Ciao.